Ja, huhu, hier wieder beim Quali in der Secret World zusammen mit der. Mate. Genau, wir stehen hier auf einem Berg und haben hier den guten Khalid vor uns und wollen ihm hier die rote Quest abschwatzen. Ich habe mich jetzt entschieden, bevor wir ins nächste Gebiet gehen, machen wir zumindest noch alle roten Quests hier aus diesem Bereich. Soll aber auch ein bisschen Fortschritt geben hier. Und der hat auf jeden Fall auch drei Nebenquests. Die machen wir auch noch heute. Nehmen wir einmal an. So. Und die letzte Legion. Die Römer sind ruhelos in ihren Gräbern. Ich höre sie jede Nacht in meinen Träumen. Ihr Flüstern ist hartnäckig. Die alten Römerkind, Legionäre des Römischen Reichs, hier kommen alle her. Sie waren Teil eines untergehenden Reichs, Verehrer eines sterbenden Gottes. Deus Sol Invictus, die unbesiegte Sonne. Ha, welche Ironie! Als Konstantin Rom christianisierte, wurde der Kult aufgelöst und zerstreute sich. Die Fanatischsten kamen hierher in dieses Tal, um sich mit ihren Glaubensbrüdern zu vereinen. Die Diener des Aton, des Sonnengottes. Es ist keineswegs Zufall, dass beide die brennende Sonne anbeteten. Merkt ihr das? Es könnte in Zukunft nützlich sein. Das Schicksal war auf unserer Seite. Es hätte das Ende bedeuten können von dieser Welt und anderen, aber stattdessen scheiterten unsere Feinde. Denn dank der Maria und der Wächter, die über Atons versteckte Stadt wachen, wurden die Verehrer der Sonne vernichtet und eine Katastrophe abgewendet. Die wenigen Überlebenden flohen nach Süden, aber ihre Toten blieben zurück. Da die neue Dämmerung von Aton bevorsteht, erheben sich ihre Leichen aus der Erde und schließen sich den dunklen Jüngern und ihrem schwarzen Pharao an. Die Römer sind ruhelos und müssen wie schon einmal beruhigt werden. An die Arbeit! Jetzt! Bist du nicht gewöhnt, dass man dir sagt, was zu tun ist? Los! Los, los, los! Ja. Ist ja gut, wir gehen ja schon. So, die Vorfälle in der römischen Ruine untersuchen. Was müssen wir denn für die Sidequests machen? Wir müssen da Tagebuchseiten sammeln und den Berg und den ansteigenden Sandmeer vernichten und eine Wüstenrose finden, eine Erde aus einem Grab finden und einen Feuerstein finden. Okay. Ich bin mal dafür, wir machen zuerst mal hier diese Wüstenrose-Grab-Feuerstein-Sache. Die scheint nämlich hier ziemlich in der Nähe zu sein. Hier ist nämlich ein Feuerstein. So. Das Grab ist ein bisschen weiter weg, aber naja. Wird ja Gott sei Dank alles angezeigt. Genau. So, hier bei dem Dingens bestimmt oder so. Ist hier irgendwas irgendwo? Letztens auch erst. Hier ist die Wüstenrose. So, und jetzt noch das Grab. Hüpf. So. Hallo, Leute. Oh, vier Leute gleichzeitig. Das ist doch was für Kettenblitze. So.
beim Ja, hier oben war das, ne? Genau. Oh, da ist sogar ein Meer. Primus Ordovitus. Ja, nee, aber um die Ecke liegt gerade nur er doch vorbei. Ah, cool. Warte, ich mach mal ganz kurz ein anderes Deck laden. So. Was schön. Ja, komm, beschwören wir jetzt eben das Ding hier. Dem Geist folgen. Wenn wir unterwegs die großen Viecher sehen, können wir sie ja abschlachten. Ja, das sind die großen Steingolems, die zum Glück noch keinen Namen gekriegt haben. Haben sie nicht? Nein, das waren die Lava-Golems, die... Ach, so ein Name, ja, ja, ja. Ein Lestrak Dark Approved Name. Mhm. Da zum Beispiel ist einer. Haben wir jetzt nicht hier dieses Vieh aus den Augen verloren? Hier hin, aber dann habe ich es auch schon bestimmt. Bestimmt zu dem Dingen hier, oder? Nee. Dem Geist folgen. Hier irgendwo rein? Nee, auch nicht. Wollte er uns hinführen. Das würde ich jetzt mal von vorne machen, das wäre blöd. Ich glaube schon, dass wir den Geist nochmal beschweren müssen. Aber ich habe noch den Geist folgen. Ja, ich auch. Ich hole mal einen. Ich hab noch mal einen beschworen. Konntest du ja noch mal beschwören. Okay. Das ist das Schöne an dem Spiel. Dass du immer noch den Schritt davor machen kannst, um andere Sachen wie den Kingsmaus zum Beispiel, die Raben, die kommen ja auch immer wieder. Dass du denen schön folgen kannst. Mhm. Schauen wir uns mal auf der Karte an, wo die Terra kommen, hier vorbeikommt. Da hinten hin, okay. Mit dem Geist. So, jetzt bin ich gespannt, wo der hingeht. Ich auch. Ah, hier hinten hin. Okay. Okay. Da hätten wir lange suchen können. Ja. Das stimmt leider. Okay, dann müssen wir jetzt noch die Tagebuchseiten und... Sind wir da letzten Legion eh dabei. Genau, der Kafiri müssen wir noch, den Berg. Mhm.
ohne Lesrak Darknamen. Wahrscheinlich würde er ihn irgendwie, keine Ahnung, Horst oder so nennen. Karl-Heinz. Karl-Heinz oder Horst oder Peter. Oder was hat er auch gerne? Fluffy. 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 Ich nenne ihn Fluffy. Und morgen mache ich uns Waffeln. Oh. Waffeln. Bald haben die Geschäfte auch wieder auf. Okay. Dann auf zur Legion. Kann man das irgendwie verkürzen, dahin porten oder so? Ja, hier gibt es einen Portpunkt in der Nähe. Wir haben ja keine langen Ladezeiten, Gott sei Dank, bei dem Spiel. Meinst du? Ja, nein. Außer du jetzt, ich weiß nicht. Ja, das könnte jetzt lange dauern. Der bleibt nämlich gerade stehen. Nein! Doch! Nein, es geht jetzt aber echt fliegen. Interessant. Ja. Eben hatten wir sogar mal den Fall beim Lesrak, dass der Ladebalken zurückgesprungen ist, angeblich. Mhm. Der wollte dann irgendwie ihn nicht mehr ins Spiel lassen. Ja. Oh, ich sehe gerade, hier hat jemand Geburtstag. Mhm. In Skype sagt mir gerade, jemand hat Geburtstag. Ah. So, dann gehe ich gleich mal wieder auf Kette. Kettencrafter. Der hat sich angetan. Mhm. Der wollte weiße Kleidchen lüften. Ja, wer weiß, wann der gestorben ist, ne? Da gab's die Mode nicht. Nee. Kann ihn voll nachvollziehen. Der Arme. So. Sonnenkultpriester, so. Da unten liegen, glaube ich, schon die ersten Seiten, kann das sein? Ja. Ja. Römer! Das ist nicht mehr. Tote Römer! So gehört sich's. Ah, hier müssen auch gleich wieder welche liegen. Nee, da nicht. Hier lagen immer welche. Hier. Haben sie rumgedreht. Ja, ist klar. Das haben die nur gemacht, um uns zu ärgern. Ja, um mich zu verwirren. Aber da sind auch wieder welche. Zählt das für mich mit? Sollte. Ja, die müssen wir wahrscheinlich eh töten hier, ne? Da vorne liegen noch Seiten. Terra macht lieber die Legion kaputt. Heißt doch die letzte, warum laufen hier noch so viele rum? Naja, ich weiß gar nicht, wie viel gehörten zu einer Legion dazu? Also es waren, glaube ich, einige. Ja, natürlich. Da sind dann noch die letzten Seiten. Die vorletzten.
So. Da sind noch Seiten und hier sind nur lose Platten. Okay. Oh, letzten Brief. Hier ist eine Seite. Zack. Die Seiten zu Kite bringen. Okay, das machen wir dann später. Und dann müssen wir nur noch 6 Legionäre säubern. Da oben sind welche, guck mal. Die schreien nach einem Kettenblitz. Wie war das? Römer! Okay, ab sofort nennen wir sie nur noch Obelix. Ey! Ich trage keine Hinkelsteine und ich werfe auch nicht mit Hinkelsteinen. Ich bin nicht dick. Ich bin als Kind in den Zaubertrank gefallen. Okay, das könnte stimmen. Die Legion besiegen. Da marschieren sie auf. Und Terra hüpft die ganze Zeit durch die Gegend. Ich kann auch tanzen. Kann ich auch. Ja, vielleicht lockt es sie dann schneller hervor. Aber, ich werde mich jetzt nicht für die ausziehen. Das hatten wir ja schon. Ja, eben. So, der Erste kommt da. Komm schon. Ja, pose nicht so blöd rum. Kann ich eh besser. Da kommt der Nächste. Redest auch von Arthon? Das sieht man gar nicht hier. Was? Arthon? Ja, ich habe irgendwas mit Arthon gerade gehört, so im Hintergrund. Ich weiß nicht. Das ist ja auch nur eine Paranoia, aber man weiß ja nie. Sind hier alle nicht koscher. Schon der Nächste. Und danach kommen sie doch alle angerannt, ne? Dann müssen die, kommt der Kettenblitz wieder, wa? Ne, danach kommt nur ein Großer. Schade. Ja, finde ich auch. Jetzt. Da ist er schon. Wie nennen wir ihn? Wie will man so einen nennen? Fifi? War das wirklich das, was du gerade sagen wolltest? Fifi. Hierher, Fifi, Fifi. Put. Dann kriegt er aber ein pinkes Halsband, ich sag's dir. Auf jeden Fall. Komm, die Granate wartet schon. Zack. Ach so, jetzt kommen sie, doch. Nächste. Ich hab keinen Kettenblitz, verdammt! Nur für dich. Viel Spaß, ne? Ist klar. Ah, du bist mit Geld. Du gehst hier nicht auf den Heiler. Nicht? Nein, das ist nicht. Das ist Pui. Doch, ist pfui. Ja. 4 Schwarzbarren. Wow. Wow. So. Was haben wir denn jetzt noch? Die ist von Zeit, haben wir noch, ne? Ja. Na, stopp. Was denn? Wir hatten hier noch einen Rare. Ich hab doch gesagt, hier gibt's noch einen Rare um die Ecke. Ach so, warte, ich porte zurück. Ein Rare. Ja, ein Rare, genau. Rare.
Ein Rabe. Da läuft er auch noch. Hat noch niemand anders gehauen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt muss ich noch gucken, wie ich am schnellsten zu dir komme. Ohne mich groß zu verlaufen. Tarntechnologie ein. Ah, das ist der Rahl. Ups, ja. Nein! Bleib aus da! D-Tank. Die D-Tank. Will wirklich jemand anderen Kleid, ey. Immerhin kann ich dir kurzzeitig die Akku klauen. Ja. So, und jetzt drüber? Jetzt drüber. Okay. Ab zu Said. Da müssen wir wieder an Tier vorbei. Das Tier. Ich weiß ja nicht. Ah, gut am Schluss war toll. Hallo. Hi. Ich hab, während du weg warst, einen getötet. Ja, ich hab die Leiche gerade gesehen. Zu mehr war ich nicht imstande. Zu mehr war ich nicht imstande. Hi. Du Armer, Armer. Okay, lass uns langsam mal. Das ist gar nicht Tier, das ist ein... Weiß Google. Nicht. Was? Straßenschilder? Sind doch Straßenschilder. Was ist denn das für ein Straßenschild? Was steht denn da drauf? Das sieht aus wie ein Das ist doch kein Straßen, das ist eine Säge. Das hat auch Ähnlichkeit von einem Lattenzaun mit Stacheldraht. Tja. Abgerissenes Teil. Und klettern, 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 klettern. Hört die Leiter auch nochmal irgendwann auf? Ja. Ein bisschen Ego-Shooter-Perspektive gerade. Oh, hallo. So, und Said möchte einen Schatten über Ägypten mit uns teilen. Mhm. Wenn Sie wollen, dass etwas erledigt wird, dann schicken Sie Leute hin, bis einer Glück hat. Oh, das ist hübsch. Sehr hübsch. Solchen Schutz gegen Pestilenz macht man heute nicht mehr. Also, Sie brauchen das, um den Abe aus dem Nest zu holen. Das haben Sie doch noch vor, oder? Ein Wüstenfalke hat mir geflüstert, dass sich die Bestie in dieser Touristenfalle aufhält, diesem sogenannten Tempel des Aton. Aton. Langes Bleiben will ich keinem vorhalten, aber seine Zeit ist durch. Er ist ein Relikt einer dunkleren Ära. Einer freudlosen Ära. Eines Ägypten mit Obsidian-Monumenten. Brennendem Sand, der brutalsten Gewalt und Verderbtheit. Oh, Sie wissen ja nicht einmal die Hälfte. Aber wer die Hitze nicht erträgt, der sollte die Wüste meiden. Und so war's. Illuminaten, Templer, Drachen, alle sind mit ihren Preisen abgehauen wie Mistkäfer nach einem Kamelrennen und haben Ägypten sich selbst überlassen. Ein Tyrann wurde gestürzt und die verbotenen Namen ausgelöscht. Aber jetzt sind alle wieder da. Ja, zumindest ein Illuminat und ein Drache. Genau. Hier ist meine Karte. Oh Gottchen, war das nicht? Ja. Zum Eingang des Sonnengottes.
Ja, komm, dann gehen wir jetzt zu Fuß hin, oder? Sollte ja nicht weit sein. Dann nimmst du unterwegs noch ein paar Ghule mit. Ja, ein paar Kaffee für dich. Da gibt's ja Loot. Apropos, müsste ich auch mal. Siehste? Ich kann mich nicht daran erinnern, werden hier wieder welche verloren gegangen. Ne, verloren gehen tun wir nur FP ab 40, ne? Wobei ich da jetzt gerade auch mal gucken muss. Mhm. 32, ne, geht noch. Seid ihr böse? Ja, das sind böse. Böse. Bitte. Yay, komisches Museum. Ah, da war ja der Eingang versperrt und wir mussten noch im Zimmer auch nicht genau, wie wir da reinkamen. Heute müssen wir durch. Also hier ist eigentlich geradeaus, aber ich glaube, dafür müssen wir noch mal ein bisschen töten. Das tut uns ja nicht schwer fallen. Nee, das tut uns ja nicht. Meiner Vorgesetzten werde ich sowieso als Rebell verschrieben. Von daher das gerne hier. Komm zu den Drachen. Gerne. Ja. Der andere Charakter von dir ist ja auch ein Drache, ne? Ja, ich sollte echt mal wieder spielen. Mach das mal. Ja, aber ihr kennt mich mit Terra May und ich kenne mich auch mit Terra May und Terra May macht mir so viel Spaß. Nicht, weil sie jetzt schon so hoch ist, aber es ist einfach, ach, ich weiß nicht. Er hat dann die Kombos alle schon, die man haben will und so. Nee, darum geht's eigentlich gar nicht. Ich kann bei meiner, sie heißt Witchstamm, also Hexentrommel, und die Drachen haben ja leider nur für den Anfänger eine Kombination für Elementar und Pistolen. Ja. Weiter höher gar nichts. Und das ist so, ja, das gefällt mir nicht. Das haben ich meine, das hält dich ja nicht davon ab, dich trotzdem zu skillen. Ja, natürlich. Ich habe mir das ja jetzt auch so weit aufgeschrieben. Dann weiß ich, was ich skillen muss. Ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Aber es ist trotzdem lästig, ärgerlich. Weil die richtigen Decks, die vorbereiteten Decks, sind manchmal auch wirklich nicht so sonderlich glücklich gemacht. Ne? Ja, stimmt schon. Weil die Einsteiger-Decks im inneren Ring, da kannst du halt nichts verkehrt machen, was da der innere Ring ist, ne? Ja, das stimmt. Ja, mal gucken. Vielleicht fange ich ja nächste Woche mal an, wieder meine Kleine auszupacken. Und weil das auch wieder so vielleicht, das ist groß geschrieben, dadurch, dass er jetzt das Event anfängt. Ja. Halloween gibt's bald.
Aber es ist zumindest auch ein Ansporn, vielleicht am Event auch mit der Kleinen zwischendurch mal mitzumachen, damit die auch ein paar Sachen kriegt. Ja, ich weiß. Weil die sind denn meistens nicht accountgebunden, sondern charaktergebundene Sachen, die man da kriegt. Boom! Boom! So, alle sterben sie vor uns weg. Wie es sich gehört. Ja, sie haben halt Anstand. So. Jetzt wird man durch können. Ja, jetzt geht's. Juti, dann kann ich ja schon mal wieder auf das andere Deck laden. Okay, da. Umfallen tun sie. Oh. Du löst auch Befallen aus mit deinen Angriffen, ne? Oder? Ja, behindern. Behindern oder Befallen? Ach, das war der. Ja. Bin mal gespannt, ob er. Also momentan löse ich irgendwie gar nichts aus, wohl. Da gibt es nichts. Okay. Oh. Jetzt bin ich weg. Nein, verdammt. Was machst du denn? Sterben. Aber warum denn? Weil ich dich geheilt habe. Nein. Ich schaff's auch alleine. Na, ja. Aber du brauchst ihn auch. Ich bin ja schon unterwegs. Der hätte noch gar nichts verloren. Hat er. Der hätte nur noch 2000 verloren. Das sah nur so aus, aber wenn du auf die Zahlen geachtet hättest, dann hast du gesehen, dass der viel weniger Leben hatte. Was ist denn das hier für ein Nebenquest, das hier noch liegt? Der Opferaltar. Nehmen wir den noch?
Kopfhalter, das ist draußen. Auf der anderen Seite draußen, ne? Ja, das war... Ne, du musst hier richtig raus. So, und dann müssen wir... Irgendwie... Gab's da eine Höhle hoch? Hier nicht, ne? Nee. Also noch ein Stückchen weiterlaufen. Das ist so ein bisschen... Komm hier, Kettenblitz. Kettenblitz? Moment. Gerade geladen, warum geht's mir noch? So. Hier ist eine Höhle. Was ist das hier mit dem Golem? Ja, hinter der Ausgrabungsstätte, da gibt es nochmal so ein. Also an der Ausgrabungsstätte schon dran, aber rundherum frei. Naja. Naja. Bleib mal hier, weil wir jetzt auch die Folge beenden müssen. Wir sind nämlich schon fast 40 Minuten dran. Ups! Überlänge, hier. Hoppala. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier in der Secret World mit der Terra May und dem Koali. Bis dahin. Tschüss.